Hi Leute, Henning hier. Heute möchte ich euch mal ein Stativ vorstellen. Ballasch hat euch ja in der letzten Zeit auch nochmal eins vorgestellt. Ich musste mir jetzt auch eins zulegen, da mein altes jetzt langsam kaputt geht. Es besteht eigentlich nur aus Plastik und irgendwann bricht auch irgendwann auch da mal ein Teil ab. Und dann bin ich auf die Suche gegangen nach einem neuen Stativ und habe auch eins gefunden. Und zwar von der Firma Kenfave Concept. Ein Aluminium-Mini-Stativ, das eine Maximalhöhe von 128 cm verspricht. Und eine Minimalhöhe von 28 cm. Kenfave sagt jetzt nicht jedem etwas, es ist eine chinesische Firma, die in Shenzhen sitzt und gute, qualitativ sehr gute Stative zu einem doch günstigen Preis anbieten möchte. Ich bin selber gespannt, wir kriegen in dieser Packung hier einmal das Stativ und dann eine Reisetasche noch für das Stativ und nochmal zu dem Stativ drauf nochmal einen 3D-Kugelkopf. Mit 360 Grad Wendung und einer Tasche für den Kugelkopf selber auch. Schauen wir mal in die Tasche. Also, beziehungsweise bevor wir in die Tasche schauen, erstmal die Verpackung erstmal angucken. Vorne sehen wir, wie das Stativ ausschaut. Auf der anderen Seite halt für kenfave.com. Das ist die Seite von der Firma, wo man auch selber drüber kaufen kann. Dann haben wir hier noch einmal das Stativ in einem zusammengeklappten Zustand, wie es in der Tragetasche vorzufinden ist. Ansonsten hinten nochmal ein QR-Code und nochmal, wie die Firma heißt. Wir haben die Version TM2235. Die Firma bietet nicht nur ein Stativ an, sondern auch noch ein paar andere. Dementsprechend kann das gut sein, dass vielleicht noch ein anderes Video zum anderen Stativ von mir kommen könnte. Ansonsten haben wir hier, wenn wir es rausnehmen, die Tragetasche. Vorne haben wir halt das Logo von Kenfave Concept. Unten nochmal so eine kleine Stoffarretierung aus Orange. Und sonst sehr gut gepolstert. Wenn es runterfällt, kann es, denke ich mal, wenig kaputt gehen. Ansonsten haben wir nochmal ein Tragegurt für die Tasche. Und 1,2 Kilogramm wiegen eigentlich so gut wie gar nichts. Wenn wir die Tasche jetzt auspacken, finden wir hier drin, einmal eine Anleitung und einen Imbusschlüssel. Für Stativ, dass man diese Mittelsäule auch entfernen kann, unten dran bauen kann, wie man halt möchte. Okay. Auf Chinesisch und auf Englisch. Packen wir einmal hier aus. Mit der Tasche raus. Haben wir hier noch einmal dann das Stativ selber. Das ist der zugeklappte Zustand. Hier unter diesem schwarzen Beutel ist der 3D-Kugelkopf nochmal versteckt. Heißt, den Beutel können wir halt benutzen, um den Kugelkopf sicher zu verstauen und auch mitzunehmen. Hier oben, wie gesagt, auf dem eingeklappten Zustand, finden wir halt die Schnallen, um die mehreren Positionen zu arretieren. Wenn wir es jetzt zum Beispiel einklappen, dann knackt irgendwann das Gelenk ein, die Schnalle, und wir haben sozusagen die erste Position erreicht. Wenn wir jetzt nochmal weiterziehen, dann knackt das nochmal, dann kommt die zweite Position und bei dem dritten Mal kommt auch nochmal die dritte Position. So hatten wir drei Möglichkeiten, um halt das Stativ auszurichten. Machen wir mal die erste Position rein, um euch mal zu zeigen, wie es ausschaut. Das wäre eher die flache Position des Statives. Das würde dann so aussehen. Die zweite Position wird dann schon ein bisschen kleinlicher für uns, einfach aus dem Grund, dass die Kamera natürlich so rangezoomt ist, werdet ihr wahrscheinlich nicht alles sehen, aber es ist halt ein 45 Grad Stand und die dritte Position wäre so eher 75 Grad, um es noch höher zu transportieren. Genau, machen wir mal wieder die Grundposition rein. Es geht eigentlich halt ziemlich einfach, man muss sie einmal runterziehen, Schnalle drücken und hoch. Dann geht es eigentlich, es ist alles aus Aluminium gefertigt, wirklich großer Pluspunkt, es ist wirklich kein Plastik. Selbst das schwarze Rohr ist Aluminium. Wir haben wirklich ein Aluminiumstativ für 70 Euro, wo man von der Qualität, die man jetzt schon sieht, nicht meckern kann. Selbst die Schnallen zum Lösen der Mittelsäule oder der Beine, hier zum Beispiel zeige ich euch mal die Beine, haben wir vier Möglichkeiten, halt die Beine zu justieren. Man dreht einfach sozusagen nach links, dann kann man ausziehen und nach rechts, um es wieder festzumachen.
damit es nicht wieder reinfällt. Man löst sie wieder, zieht dran, macht wieder fest. Selbst die sind aus Aluminium und Gummi halt gefertigt. Wir haben eigentlich so gut wie kein Plastik an diesem Stativ. So, kommen wir mal zur Mittelsäule. Hier oben an dem Sack haben wir halt den Kugelkopf. Befreien wir ihn mal. Zack. Haben wir hier einmal den Kugelkopf. Der ist halt schwenkbar, sehr flüssig in der Drehung hier, sehr leicht. Man könnte selbst damit auch Videodrehs ermöglichen, die nicht stottern. Hier oben haben wir eine Orientierungsschraube für den Kugelkopf selber. Und hier oben nochmal eine Schnellspannplatte, die wir halt auch lösen können, wenn wir wollten. So, dann haben wir hier noch die Mittelsäule. Wie man kennt, kann man die Mittelsäule natürlich immer ausfahren. Bei diesem Stativ hat man eine zweistufige Mittelsäule. Heißt, wenn wir hier einmal drehen, fällt natürlich die Mittelsäule runter. Und wenn man hochzieht, fällt sie natürlich wieder aus. Machen wir wieder fest. Schafft man auch mit einer Hand sehr gut. Und der Clou an der Sache ist, hier oben haben wir hier halt auch noch eine Mittelsäule, die wir auch nochmal ausfahren können. Ermöglichen wir uns einen ziemlich hohen Stand zum Drehen und Fotografieren, den wir auch immer justieren können. Wir können auch in der Mitte anhalten halt. Es ist halt alles möglich. Die Ringe sind Staub- und Sandgeschützt, heißt, da kommt nicht so leicht etwas rein, was irgendwie diese Funktion beeinträchtigen sollte. Und ansonsten haben wir hier unten nochmal einen kleinen Haken zum Festhalten der Tasche oder anderem Ding. Und sonst haben wir auf dem Stativ nur noch die Bezeichnung vom Stativ. Und mehr war es eigentlich auch nicht. Wir haben halt vier Positionen zum Einstellen. Und oben der Kugelkopf 360 Grad und 90 Grad auch nochmal drehbar. Dass wir also drehen können, festmachen können, einfach zudrehen. Und dann sitzt er auch schon bombenfest. Kann man nicht meckern. So. Oben können wir halt festmachen, alles. Und sonst ist das Stativ sehr, sehr klein. Das zeige ich euch auch nochmal. Wenn wir alles festmachen, alles wieder lösen, haben wir eine ziemlich kleine Tragegröße, die ich glaube ich auch anderen Fotografen sehr gefallen würde, weil man das dann nicht relativ leicht transportieren könnte. So. Aber mit diesem zuklappbaren Zustand kommt es wieder so in die Tasche wieder rein. Wenn wir jetzt mal ein Beispiel eine kleine Plüschpuppe nehmen, ist sie, selbst die Plüschpuppe, ein bisschen größer sogar als das Stativ. Wenn wir einen Zollstock daneben legen, haben wir eine Größe von ungefähr 32 cm. Eine super Tragegröße, wo man eigentlich nicht meckern kann. Und ein kleiner Yoshi ist sogar noch ein bisschen kleiner als das Stativ. Ansonsten war es eigentlich großartig von dem Stativ. Oben haben wir nochmal eine Wasserwaage. Ansonsten für 70 Euro kann man nicht meckern. Und sogar von der Firma selber habe ich noch einen 5% Gutschein bekommen. Falls ihr euch für das Stativ interessiert, könnt ihr über Amazon einen 5% auf das Stativ nochmal sichern. Und habt definitiv ein sehr stabiles und ein sehr hartes Aluminiumstativ, das aber auch sehr leicht ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne in die Kommentare. Ich versuche es zu beantworten. Bis zum nächsten Mal.